Ja, es war wieder sehr spannend, eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen Publikationen. Also man hat ja eine reiche Palette an Fotobuchmöglichkeiten hier geboten. Ja, es gibt natürlich bestimmte Trends. Ich vermisse so ein bisschen Fotogeschichte. Man fragt sich, ist die jetzt schon auserzählt? Es ist spannend im Bereich der jungen zeitgenössischen Fotografie, was vor allem auch die Verarbeitung betrifft. Also die jungen Fotografinnen und Fotografen machen sich viele Gedanken über Ausstattung, Papier, Bindung. Manche Bücher sind unfassbar aufwendig produziert. Sehr viel autobiografische Ansätze, also man schaut zurück, man schaut auf die eigene Familie. Ein bisschen vermisse ich mitunter eine eigene Handschrift, also vieles ähnelt sich in der Bildsprache, im Ansatz. Da wünschte ich mir etwas mehr Originalität. Aber insgesamt kann man feststellen, das Fotobuch fasziniert weiterhin und gerade eine junge Generation. Ja, es liegt natürlich nahe, dass man sich mal mit sich selbst beschäftigt, bevor man, sagen wir mal, in die Südsee fährt und Kulturen versucht zu erschließen, die einem fremd und fern sind. Dann sind in den Familien ja auch sehr spannende Geschichten. Also man kann an kleinen Ereignissen viel festmachen. Es ist auch eine Auseinandersetzung immer wieder mit der deutschen Geschichte, die bleibt auf der Agenda. Also unsere Verbrechen im 20. Jahrhundert sind etwas, was jetzt auch eine junge Generation beschäftigt, die ursächlich damit gar nichts zu tun hat. Das finde ich auch hochinteressant und spannend. Also im Grunde ist es ein naheliegendes Thema und es waren einige Arbeiten dabei, die haben mir ausgesprochen gut gefallen. Also ich rede jetzt mal nicht von den historischen Titeln oder den Museumskatalogen, sondern von Autorenbüchern, sage ich mal, Künstlerbüchern. Die schauen natürlich, was links und rechts passiert und orientieren sich daran. Und da müssten vielleicht dann die Lehrer oder Professoren etwas mehr stimulieren, sagen, pass mal auf, also habe ich schon gesehen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Alexei Brodowitsch, astonish me, überrasche mich. Also das müsste vielleicht ein bisschen häufiger stattfinden. Pass mal auf, geh mal wirklich einen ganz anderen Weg, versuch mal, dich neu zu erfinden. Dann ist es natürlich auch so, dass heute die Farbe dominiert. Also das ist auch so ein Punkt, wo man dann manchmal ein bisschen müde wird. Also bestimmte, sagen wir mal, Close-ups von Hausecken mit ein bisschen Unkraut. Also das hat man jetzt eigentlich irgendwie bis zum Überdruss gesehen. Aber wie gesagt, wenn es eingebettet ist in eine Geschichte, und das ist vielleicht noch ein Aspekt, den man berücksichtigen sollte, das geschriebene Wort spielt eine große Rolle. Es gibt Bücher, da muss ich sagen, hervorragende Texte. Also die jungen Fotografen wissen manchmal oder Fotografinnen wissen manchmal gut zu schreiben, also ihre Bilder in ein wunderbares Narrativ einzubetten. Also da ist auch eine interessante Text-Bild-Kombination jetzt häufig am Wirken, verbunden mit einer großartigen typografischen Aufarbeitung. Also auch das sieht man, spielt eine Rolle. Also da ist viel in Bewegung und ich muss sagen, auch wenn jetzt einzelne Publikationen rausstechen, das Niveau ist schon bemerkenswert. Wir haben natürlich den Deutschen Fotobuchpreis. Also wenn man jetzt international sich umschauen würde, im englischsprachigen Raum gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Publikationen. Im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, ist viel in den letzten Jahrzehnten erschienen. Also es gibt phänomenale Kataloge zu allen möglichen Spezialgebieten. Vielleicht ist da so ein bisschen die Luft raus. Man muss natürlich auch die ökonomische Situation sehen. Die Museen haben weniger Geld, die Druckkosten sind gestiegen, Repokosten sind gestiegen, Bildrechte muss man bezahlen, es kommt alles zusammen und dann schnorren natürlich Großprojekte etwas zusammen. Und vielleicht sind auch bestimmte Themen einfach tatsächlich auserzählt. Also ich sage mal Aktfotografie, da gab es so viele Überblicksdarstellungen, da müsste man schon jetzt was ganz Neues finden. Also insofern ist es schade. Was in den letzten Jahren ja ein großes Thema war, Bücher über Bücher, also das Fotobuch in der Analyse, da ist ja sehr viel erschienen, da ist diesmal gar nichts dabei. Also Frage, ist da
kein Bedarf mehr? Ist es auserzählt? Ist es erschöpft? Was ich nicht glaube, es gibt noch sehr viele Themenbereiche, die man da erschließen könnte. Aber ich würde mal sagen, was jetzt nicht vorliegt, kommt vielleicht nächstes Jahr. Wäre ja schrecklich, wenn alles schon abgegrast wäre. Also freuen wir uns auf den Fotobuchpreis im nächsten Jahr und lassen uns wieder überraschen.